In Dinkelscherben dreht sich heute alles um Dart. Die Mannschaft der FCA-Profis mit einer Unterstützung von außen gegen die Dart-Mannschaft von GW Tech. Ja, ich spiele schon seit 30 Jahren Dart. Und das war ursprünglich mal ein Kneipensport. Mittlerweile ist es ja auch wirklich ein Breitensport. Also man sieht ja die WM, Weihnachtszeit, da sind ganz viele dabei. Und dieses Runterspielen, das ist für uns kein Rechnen mehr. Also dass man jetzt bei 69 weiß, was man da wirft, das ist für uns einfach eine Abfolge. Und das ist, macht halt einfach reinen Spaß. Für die FCA-Fußballer ist das Dartspielen mehr oder weniger Neuland. Frederik Winter, Daniel Klein und Lukas Petkoff spielen aus Spaß an der Freude. Man muss genau sein, das ist schon wichtig. Aber wenn ich nie gespielt habe, dann ist es auch schwer zu wissen, was ich machen muss. Aber ja, so einfach werfen und dann schau mal. Ja, also auch ich habe eine Dartscheibe zu Hause, aber ich spiele einfach zu wenig. Ich denke, nach dem Abend werde ich da wieder öfter davor stehen. Die Mannschaft von FCA-Sponsor GW Tech dagegen Vollblut-Dartspieler. Sie spielen regelmäßig und richtig gut. Man kommt da schon immer besser rein. Also das dauert immer eine Zeit lang und dann irgendwann wird das schon. Also Kollegen spielen ja wegen öfters von mir, aber macht trotzdem Spaß. Dartspielen ist halt so ein Ding, das macht man in der Freizeit, macht irgendwie den Kopf frei. Und auch die Atmosphäre bei so einem Spiel ist halt einfach entspannt und man kann dann einen gemütlichen Abend genießen. Ich mache es jetzt seit 4 Jahren. Ich spiele in 4 oder 5 verschiedene Mannschaften mittlerweile. Bin erst heuer jetzt deutscher Meister geworden mit einer Mannschaft zusammen. Nächstes Jahr geht es auf die Europameisterschaft nach Spanien. Und das ist schon cool. Jetzt heißt es volle Konzentration. In ihrer Freizeit sind die FCA-Spieler aber normalerweise sportlich anders unterwegs. Wenn ich mal die Zeit habe, dann gehe ich ganz gerne angeln. Ich habe da 1, 2 Kollegen, da fahren wir dann mit dem Boot raus und haben eine gute Zeit, entspannen ein bisschen, ist gut. Ich spiele manchmal Golf, das ist vielleicht ein bisschen gleich, also es ist gar nicht laufen oder so, aber ist auch, man muss genau sein, auch im Golf, aber natürlich ist es ganz anders, aber da spiele ich nie. Trotzdem, die FCA-Profis schlagen sich besser als gedacht. Aber es bleibt dabei, die Vollblut-Dartspieler sind einfach besser. Egal, es hat richtig Spaß gemacht. Schon deshalb schreit dieser Dart-Kneipenabend nach einer Wiederholung.